Junker Janel berichtet von der Genesis, von der Schöpfung. Geschöpft wird hier allerdings nicht ganz eine Welt, wobei man immer sagt, für die Modellbahnbauer ist das die Modelleisenbahn die Welt. Geschöpft wird hier das Bockerl. Das gab es zwar schon mal, aber ja, jetzt wird es quasi neu geschöpft. Die alte Bockerlbahn zieht im Zehnstadel ein und alle Moosburger können sich darauf freuen, sich das anzuschauen. Hier ist der Aufbau also im vollen Gange. Das heißt, ein Großteil ist ja schon gemacht worden. Und hier, genau hier wird das letzte Stück fertig gemacht. Verbindung. Das ist der große Sackbahnhof. Die Hand Gottes. Es gibt hier aber nicht nur kleine Züge, die auf kleinen Gleisen fahren, sondern natürlich jede Menge Informationen, didaktisch äußerst gut aufbereitet. Direkt, richtig so, direkt aus Moosburg gibt es nicht, aber es macht ja nichts, weil die Moosburger wissen ja, wie ihr Bahnhof ausschaut. Also hat man auch nichts extra bauen können. Aber wer genau schaut und sich alles genau anschaut, ja, der findet etwas, was doch irgendwie ein bisschen zu Moosburg gehört. Und zwar diese Brücke hier. Diese Brücke, die ist nämlich bei Todstedt und die gibt es wirklich noch. Also wenn man sie hier gesehen hat, sofort dorthin fahren und sie sich in Natura nochmal anschauen. Und große Preisfrage, wo ist der Unterschied zwischen Nachbau und Original? Da hinten, da wo die Stühle sind, da werden wir einen Tisch rein, da ist dazu, oder?